Wow, das Beste an Oberhausen, ich würde sagen die Mentalität der Menschen. Also aus der alten Industrie und dieser Bergarbeiter- oder Bergmannsmentalität ist was übrig geblieben, dieser Zusammenhalt. Das hat man gerade so in der Corona-Krise auch gesehen, wie die Nachbarschaften funktioniert haben. Also die Mentalität der Menschen ist schon wirklich großartig in Oberhausen. Flächendeckend 30 in Oberhausen. Wir leben in einer sehr, sehr schnellen Gesellschaft und da dann flächendeckend langsamer zu fahren, als es seit Jahren oder schon immer erlaubt war, halte ich für absoluten Quatsch. Wir haben schon viel zu viele Staus auch und ich denke, gerade bei den Hauptverkehrsachsen sollten wir schauen, dass wir zügig vorankommen, egal mit welchem Verkehrsmittel wir unterwegs sind, und da dann künstlich den Autoverkehr auch noch weiter runter zu bremsen, halte ich für Quatsch. Außer natürlich bei Schulen, Kitas, aber da ist ja auch schon überall 30, da sollten wir dafür sorgen, dass dieses auch dann durchgesetzt wird, weil das ist halt, da geht es dann auch um die Sicherheit unserer Kinder. Komplett, ganz einfach, ohne große Barrieren. Man kann auch ohne Mitglied zu sein, selbstverständlich bei uns sofort mitmachen bzw. zu Veranstaltungen kommen. Wir haben einmal im Monat ein ganz legeres Treffen. Wir arbeiten sehr viel digital zusammen, nicht erst seit der Corona-Krise, dass wir mit Meetings über GoToMeeting, Zoom oder anderen Online-Medien gearbeitet haben. Wir haben auch unser eigenes Wiki, wo wir uns austauschen, wo Informationen hinterlegt sind, Messenger-Dienste, die datenschutzkonform jedem sehr, sehr niederschwellig die Möglichkeit bieten, bei uns teilzunehmen. Einfach anrufen, melden, mailen, über das Kontaktformular auf der Website, Facebook, Insta, egal wie, einfach melden. Boah, 24 Stunden Kita, also den Begriff finde ich blöd. Die Kita ist kein Kinderheim. Also man soll ja nicht die Kinder da abgeben und dann 24 Stunden da lassen. Das ist ja mit gar nicht gemeint. Also der Begriff ist ein bisschen missverständlich. Kitas müssen so flexibel sein, wie unser Leben halt ist. Wenn beispielsweise jemand im Schichtdienst arbeitet, dann macht es wenig Sinn, wenn die Kita erst um 8 Uhr öffnet und um 17 Uhr schließt. Das ist einfach Quatsch. Eine Pflegerin oder eine Krankenschwester oder ein Pfleger oder ein Krankenpfleger, der fängt halt um 6 Uhr morgens an. Und da muss es halt eine Möglichkeit geben, dass man dann flexibel, auch ohne die Hilfe der Großeltern, weil leider haben halt nicht alle Familien dieses Privileg, dass auch noch die Großeltern helfen können, da entsprechend auch eine Chancengleichheit herbeizuführen, um die Kinder optimal zu betreuen. Man darf ja nicht vergessen, die Kita ist die erste Bildungseinrichtung. Da werden die Kinder vorbereitet für die Schule. Und das sollte wirklich hochqualitativ sein und zeitlich auch flexibel gestaltet werden können. Ja, so ganz neu und frisch bin ich auch nicht mehr. Deswegen neue Generation Oberhausen ist natürlich nicht auf das Alter bezogen. Wir haben das groß auf unserer Webseite draufstehen, dass wir eine neue Generation Oberhausen fordern. Das darf nicht missverstanden werden. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat was mit dem Alter im Kopf zu tun. Unser Wahlspruch war auch bei der letzten Wahl und ist auch immer noch: Denken wir neu. Seien wir flexibel, gehen wir mit der Zeit. Und da bezieht sich dieses neue Generation Oberhausen drauf, dass wir jungen Denken bleiben müssen. Und das ist auch wichtig. Wir haben jetzt auch für die Wahl ein sehr, sehr junges Team, also ein recht unerfahrenes Team, könnte man sagen, wenn man kritisieren möchte, aber halt ein im Denken sehr junges Team aufgestellt, was allerdings im Alter zwischen, ich glaube, 19 und 79 ist in den aussichtsreichen Plätzen für die entsprechenden Mandate. Oh wow. Wow, das ist eine tolle Frage. Ja, schwarz oder weiß, Star Trek oder Star Wars. Die Serie Star Trek finde ich absolut faszinierend. Viele verschiedene
ethnische Gruppen oder Herkünfte, Spezies leben einfach wie selbstverständlich zusammen und arbeiten zusammen und niemand interessiert sich über deren Herkunft. Das finde ich faszinierend, das war schon immer so da, das ist ein tolles Beispiel. Andererseits, dieses Gut gegen Böse in den Star Wars Filmen ist einfach unübertroffen episch. Also bei der Serie würde ich sagen, ist Star Trek wirklich toll, aber die Filme gefallen mir bei Star Wars echt besser. Ja, es sei denn, es spielt Mickey Mouse beim nächsten Mal mit, dann möchte ich dann doch lieber doch wieder zurück zu Star Trek gehen, okay? Das ist einfach. Die Lieblingsstadt nach Oberhausen ist für mich Berlin. Ich liebe Berlin schon seitdem ich ein kleiner Junge war und wollte immer nach Berlin. Ich meine, ich bin ja auch schon etwas älter und bei mir war es halt so, dass da die deutsche Teilung halt noch sehr, sehr maßgeblich mich mitgeprägt hat in meiner Kindheit. Und für mich war es immer das größte Traum, einmal durchs Brandenburger Tor gehen zu können. Das war damals halt unmöglich. Das können sich die jüngeren Leute heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und das war für mich so beeindruckend. Und da Berlin neben der Politik, die mir natürlich großen Spaß macht, auch diese deutsche Historie, sowohl bei der deutschen Teilung als natürlich auch die sehr, sehr düsteren Kapitel davor, sehr gut dokumentiert, finde ich Berlin unglaublich spannend. Deswegen mag ich Berlin so gerne.